Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Nach 10 Jahren schickt die Bundesregierung deutsche Soldaten zurück nach Bosnien. Warum? Weil man 27 Jahre nach dem Abkommen von Dayton immer noch berechtigte Sorge haben muss, dass eine Parlamentswahl den ganzen Balkan anzündet. 27 Jahre nach Dayton ist Bosnien ein gescheiterter Staat. Die AfD wird diesem Mandat nicht zustimmen. Wenn der Bundestag die Bundeswehr ins Ausland schickt, dann müssen aus unserer Sicht 3 Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, es muss ein Mandat der UN vorliegen, nicht wie 1999 im Kosovo. Zweitens, es muss eindeutig im deutschen Interesse liegen, nicht wie in Mali. Und drittens, es muss eine klare Strategie für den Einsatz geben, nicht wie in Mali, im Irak, im Kosovo, Afghanistan und eben auch jetzt nicht für Bosnien. Zurückhaltung bei Auslandseinsätzen war viele Jahrzehnte deutsche Staatsräson. Aus vorgeschobenen historischen oder echten realpolitischen Gründen. Die Älteren bei SPD und Grünen erinnern sich bestimmt noch. Und heute wird von links nichts mehr hinterfragt. Eine Kollegin der Grünen sagte im Ausschuss neulich dazu, das Parlament solle keine Mucken machen. Daran wird sich die AfD nicht halten. Meine Damen und Herren, grundsätzlich liegt die Stabilität des Balkans selbstverständlich in Deutschlands Interesse. Ein instabiler Balkan hat unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland. Stichworte Flüchtlinge, Kriminalität und so weiter. Aber mit dem erneuten Einsatz, ja genau das ist es, aber mit dem erneuten Einsatz der Bundeswehr in Bosnien ändert die Bundesregierung nichts an dieser Instabilität. Die gesamte EU-Mission ändert daran nichts. Sie betreiben maximal Systembekämpfung. Ich verbessere Symptombekämpfung. Das ist keine Strategie und liegt nicht im deutschen Interesse. Die Ampelparteien führen diese unsägliche Politik der Auslandseinsätze nahtlos fort. Die Mandatstexte und Reden sind gefüllt mit hohlen Absichtserklärungen und den üblichen Schlagworten. Demokratie, Partnerschaft, Stabilität oder das überstrapazierte Zeichen der Solidarität. Es sind Dokumente der guten Gesinnung auf Kosten eines tragfähigen Plans. Irgendwie dabei sein ist aber für die AfD keine Politik. Im Gegenteil, es ist verantwortungslos gegenüber den Soldaten, gegenüber den Steuerzahlern, gegenüber dem deutschen Volk, an dessen Stelle wir hier heute entscheiden. Meine Damen und Herren, es stimmt ja, dass man ein Problem wie das Staatsgebilde Bosnien nicht isoliert betrachten darf. Der ganze Balkan kann nicht isoliert betrachtet werden. Die Konflikte und Kriege, die uns bedrohen, hängen zusammen. Nur mit der ständigen Analyse ist es nicht getan. Eine Bundesregierung, und diese erst recht nicht, ist auch keine Denkfabrik. Sie muss handeln und einem zusammenhängenden Problem auch eine zusammenhängende Strategie entgegensetzen. Die Absicherung einer Wahl kann dann Teil dieser Strategie sein. So aber macht die Bundesregierung einfach nur schlechte Politik, und das unterstützen wir nicht. Danke schön.